So, jetzt geht's wieder weiter mit Pokémon Strahlenden Diamant. Gestern sind wir durch den Park gelaufen oder durch den Wald und heute sind wir wieder in einer großen Stadt, Ewigenau. Lebende Vergangenheit. So eine Fahrt mit dem Fahrrad kann wunderbar erfrischend sein, findest du auch nicht? Hey, du. Ja, du, Trainer. Du siehst stark aus. Ich lass dich lieber in Ruhe. Ich meine, du darfst deine Pokémon behalten. Oh, das ist doch ein Pokédex. Du bist bestimmt Dr. Eibe aus, oder? Wie heißt du denn? Becker also? Ach, das merke ich mir. Mein Name ist Krn. Ja. Ich bin ebenfalls eine Pokémon-Trainerin. In letzter Zeit studiere ich die Mythologie der Pokémon einfach aus Interesse dran. Hier in Ewigenau stehen die Statue eines altertümlichen Pokémon. Man sagt, es sei ein extrem mächtiges Pokémon gewesen. Wer weiß, vielleicht begegnest du das auf deiner Reise ja auch so ein Pokémon. Ach ja, probier mal das aus. Ich bin mir sicher, dass es sich nützlich sein könnte. Du hältst TM93? Oh, du setzt Verschneidern über die App. Ja, klar. Du kannst kleine Bäume besiegen, die dir im Weg stehen, ja. Wenn du mit deinem Pokédeck Verschneider einsetzen, lenkst du an Orte, die du vorher nicht erlangen konntest. Das ist wirklich wichtig. Um deinen Pokédex mit Einträgen zu füllen, denkst du auch nicht? Viel Glück auf deinen Reisetrainer. Jetzt ist die Frage. Okay. Galaxis-Gebäude von Ewigenau. Wir wollen deine Pokémon. Ah, die Statue meint sie. Eine Pokémon-Statue ist eine Einschrift eingemeißelt. Geburt von dir, Anbeginn der Zeit. Lacht oder weint, Fluss der Zeit. Konstant. Segen von dir. Der Text ist kaum lesbar und an manchen Stellen ganz verschwommen. Angeblich stellt diese Statue ein Pokémon dar, das vor ganz langer Zeit gelebt hat. Hier kommen wir nicht rein. Wie geht's weiter? Hey du da! Weg da von dem Pokémon-Statue. Team Galaxis führt hier eine offizielle Untersuchung durch. Okay, hier ist eine Sackgasse, dann können wir theoretisch hier die Häuser mal reingehen. Jemand soll Kräutermedizin erfinden, die nicht bitter schmeckt. Das wäre echt ein Durchbruch. Kräutermedizin ist erstaunlich wirkungsvoll, schmeckt aber sehr bitter. Pokémon mögen sie daher nicht so gerne. Willkommen im Kräuterland. Hier, wirkungsvolle und preiswertige Medizin. Bist du hier genau richtig? Ein bitteres Mittel. Ja. Nee. Das ist mir ein bisschen zu teuer. So, was ist hier drin? Hast du schon die Pokémon-Statue gesehen? Als sie ein Kind war, stellt sie im Mittelpunkt aller Feste dar. Ewigenau wurde zu Ehren eines altertümlichen Pokémon erbaut. Viel hat sich seitdem nicht geändert, aber das Wichtigste bleibt stets erhalten. Ich hoffe, das wird auch weiterhin so sein. Genau, aber wenn Team Galaxis hier ist, dann ist es ein bisschen was anderes. So, was bist du? Aus des Untergrundmannes. Abenteuer, okay. Hey, du, unser Gebäude hast du schon gesehen? Wir von Team Galaxis sind stinkreich, dass wir sowas bauen können, wann immer wir wollen, wo immer wir wollen. So, hier geht's so. Da ist die Stadt groß. Die Stadt ist wirklich groß. Dann gehen wir jetzt zum Pokécenter. Machen unsere Pokémon fit und dann machen wir rechts in den Untergrund. Wendet deinen Beleber ein kampfunfähiges Pokémon an, um es wieder fit zu machen. Hallo junger Trainer, welche Pokémon hast du denn dabei? In dieser App für den Poketech kannst du sehen, wie sehr deine Pokémon dich mögen. Vertraulichkeitsstatus. In letzter Zeit hat Team Galaxis ganz schön viele Leute in ihre Pokémon geklaut. Ach, hier. Jemand sollte die Sache mal nachgehen. Aber Team Galaxis ist einfach nicht geheuer. Ich hoffe, sie tun meinen armen Pokémon nichts an. Warte mal. Rechts. Uhrzeit. Taschenrechner. Notizen. Das ist Strudel. Was für eine beschissene App. Hat überhaupt keinen Nutzen. Die Untergrundhöhle ist unfassbar weitläufig, also alles zu erkunden macht echt Spaß. Ich war der Erste, der im Untergrundhöhle gegraben hat. Deswegen nennt man mich auch den Untergrundmann. Ich habe ein Geschenk für dich. Nutze es weise. Erkundungsset, okay. Was ist das? Erkundungsset. Verwende das Erkundungsset, das du in der Basis-Item des Bottles findest, um dich in den Untergrundhöhle zu betreten. Ach ja. Ich kann dir beibringen, wie du eine exzellente Höhlenforschung wirst. Und, bist du interessiert? Lass uns mal am besten gleich in der Untergrundhöhle gehen. Es ist ganz einfach, die Untergrundhöhle zu betreten. Verwende einfach den Erkundungsset. Allerdings musst du draußen da sein. In Häusern oder in Höhlen klappt es nicht. Aber jetzt ab mit dir. Hey, Baker! Bist du etwa das erste Mal hier? Willkommen in Sinnohs Untergrundhöhle. Diese Höhle bildet ein riesen Netzwerk aus Gängen unterhalb von Sinnoh. Wie? Was ich hier mache? Fragst du? Ah, ich erkläre dir es am besten. Du kannst hier unten sozusagen alles tun, worauf du Lust hast. Du kannst unter anderem nach Schätzen graben oder die Geheimnisse Basis errichten. Genaueres erfährst du von Untergrundmann in Ewigenau. Wenn du zurück an der Oberfläche möchtest, drück einfach Y. Ich muss jetzt los, man sieht sich. Okay. LOL. Welches Level hat er? Also Bedrohung, ja. Level 20. Weil es eine Schnecke ist. Na, no, okay. Nina. Ich will die nicht. Alter, ich will dich haben. Oh, das wird ein langer Kampf. Ich glaube, was. Oh Mann. Warte mal, wir sind jetzt mit dem Pokémon. Alter, ich hasse dich. In Ordnung, so ganz ehrlich. Nutzbar, Wasser. So. Psychoklinge, okay. Psychoklinge ist geil. So, neuer Eintrag. Gastrodon. Wasser und Boden. Mit bienensamen Körper enthält er keinen einzigen Knochen. Wird sein Körperteil abgetrennt, wächst er sofort nach. In der Box. Wieso gibt's hier einen Stern? Beutel? Was ist das? Na was? An der Wand ist ein kleines Vorsprung. Möchtest du das versuchen, im Boot zu kommen? Ja, klar. Ui. Oh. Im Erkundungsset befindet sich eine Notiz. Nach Schätzen graben. Im Erkundungsset findest du eine Vorschlaghammer und eine Spitzhacke. Mit diesen Werkzeugen kannst du wahre Schätze aus der Wand holen. Aber darauf achte. Alles ausgegraben, bevor die Wand einstürzt. Du schaffst es. Viel Glück, Trainer. Du hast in der Wand 4 Items, okay. Hm. Keine Ahnung, was wir hier machen. LOL. Ja, das ist ein Schutz, okay. Und dann gehen wir mal zum nächsten. Oh, so, Graben, ja. Es wurden 2 Objekte gefunden. Ja? Ich habe keine Ahnung, wie man das macht. Von alleine Schutz, ja, super. Ne, Objekte. Was machen wir denn? Eingestürzt. Wir haben aber zwei Objekte. Du hast einen Feuerstein und du hast eine Edelsteintruhe. Edelsteintruhe bringt zum Leuchten. Eine Buxusstatue. Warte mal. Okay. So, wieder einen kleinen Vorsprung. 3 Gegenstände. Hier umgerannt. So, du hast alles rausgegraben. Ja. So, du hältst eine weiße S. Du hältst eine Ignor-L. Du hältst eine Ignor-Fähre S. Wurden 2 Objekte. Alles vorbei. Aber wenigstens haben wir einen kleinen rausgekriegt. So, jetzt will ich hier hoch. Hallo, ich bin Suse. Ich habe hier in der Nähe gegraben. Ich bin doch glatt auf einen selbst Stein gestoßen. Und wie auch, auf den Feuerstein. Und so, und hier gibt es glaube ich wieder Pokémon drin. So. Da gibt es eigentlich noch andere Sachen. Also andere Sachen in dem Sinne, andere Bereiche. Hier runter und so. Und dann hier durch. Nein. Stelle haben wir schon. Wir auch schon. Den will ich haben. Was will ich? Hm. Hier ist riskant. Weiter. Zur Not heilen wir uns. Tatsächlich, zur Not heilen wir uns. Aber ich will den Schlurp haben. Ich will den Schlurp haben. So, noch einmal und dann können wir Pokéball werfen. Okay. Ich weiß nicht, ob wir noch einmal machen müssen. Kampf. Schade. Schade, schade, schade. Was ist das für ein Gebiet? So. Dich haben wir auch noch nicht gehabt. Aktiv, nicht aktiv. Wir machen einfach mit Abwack-Craut. Abwack-Craut wäre theoretisch sehr, sehr lange schon. Das heißt, wir können noch einmal Aqua benutzen und dann müssen wir einen Pokéball werfen. Lupperstrahl haben wir neu und das macht, glaube ich, mehr Schaden. So, weiter. X. Ansetzen. Arisu. Was? Angeberei. So, ein Elektro-Eichhörnchen-Pokémon. Es bildet Feldknäuel aus. Es bildet Feldknäuel, die von schattiger Energie nur so knistern. Ihr versteckt es zusammen mit den Beeren in seiner Leibspeise im Baumlöchern. So, ab in der Box. Kleinstein haben wir schon. Haben wir noch nicht. So, okay, genau. In der Hoffnung, dass es nicht umbringt. Okay, wir können noch einmal Aqua benutzen. Und dann müssen wir ohne Scheiß uns aufladen. So. Okay, das war so viel. Das war einfach so viel. Hm. Gibt es nur einen Eingang? Hier war eine Grotte. Turbot, Anton, Kleinstein, Eichhörnchen. Nein, nein. An der Oberfläche. Ja. Hm, wie ich sehe, bist du im Untergrundhöhle gewesen. Oh, sehr gut. Dafür gibt's eine Belohnung von mir und du erhältst eine purpurne Fäse S. In Untergrundhöhlen tummeln sich Pokémon, die man hier oben gar nicht zu Sicht bekommt. Beginnst du so einen seltenen Pokémon, steigt die Freude gleich in unermesslicher. Deine tiefgründigen Abenteuer haben gerade erst begonnen. Meditas hat vorbei, wenn du mehr erfahren willst. Ja, wir haben ja hier noch einen Menschen drin. Oh. Auf zu den Fossilien. Ich arbeite im Bergbaumuseum in Erzlingen. Der Untergrundmann hat mir Tipps gegeben, wie man Fossilien ausgraben kann. Bevor wir loslegen, lege ich dir nun auch die Eintakt zu. Beim Graben stößt du manchmal auf dunkle Steine. Die sind sehr hart. Wenn du so oft darauf schlägst, bricht die Wand zusammen. Merkt ihr das? Merkt ihr das? Dann kommst du mit den sammelnden Fossilien schneller rasch voran. Okay. So, dann gehen wir zum Pokécenter. Und heilen uns. Bam, 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 bam. Aber ich würde sagen, wir machen eine kleine Pause. Das heißt, wir sehen uns morgen. Ich mache eine Pause. Und ja, ich bedanke mich, wünsche euch noch einen schönen Tag und nicht vergessen, Support ist kein Mord. Däumchen hoch, kommt da runterlassen. Und wir sehen uns morgen in alter Frische genau hier in der Welle. Also, bis morgen. Tschüss. So, hier ist das Ende des Let's Plays. Im nächsten Part geht es weiter. Und ja, wenn ihr es noch nicht gehabt habt und noch nicht gemacht habt, dann versucht mich einfach bei Twitch, lasst mir ein Follow da, dann bekommt ihr eine Benachrichtigung, wenn ich wieder live. Und wir sehen uns im nächsten Let's Play. Bis dann, ciao, ciao!